Was macht ein Flugzeug heutzutage noch aus? Jedes Flugzeug sieht gleich aus und wir sind im selben Prozedere von Kerosin und Turbine feststecken geblieben. Wir als Jugendforschteam des BSZ Leonberg wollten das ändern und haben uns an ein Projekt herangewagt, was sehr anspruchsvoll ist. Ein Flugzeug mit Solarantrieb zu bauen, das ein Beispiel für aufbauende Projekte sein soll. Nach 2 Jahren harter Arbeit und weit über 100 Arbeitsstunden haben wir unser Projekt fertiggestellt und werden es nun in diesem Video präsentieren. Der Solar Phoenix. Mit seinen 7 Kilogramm Eigengewicht, 2 Kilogramm Nutzlast, 4 Metern Spannweite und der Reichweite von 300 Kilometern ist das Solar Phoenix in vielen verschiedenen Gebieten anwendbar, wie zum Beispiel für Luftüberwachung, aber auch ökologische Langstreckenflüge, 3D-Landvermessungen oder Luftaufnahmen. Zusätzlich kann man für den jeweiligen Anwendungsfall das Flugzeug speziell umbauen. In den Tragflächen wurden 52 Solarzellen verbaut, mit einer Spitzenleistung von ca. 174 Watt, welche im Flug die Akkus nachladen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, weitere 18 Solarzellen auf dem Heckleitwerk anzubringen. Die Schwierigkeit ist dabei nur, der Schwerpunkt wiederherzustellen, da die Gewichtsverteilung 1 zu 5 sein muss, im Vergleich hinten zu vorne. Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich 12 Lithium-Polymer-Akkus mit einer Kapazität von 320 Wattstunden zu verbauen. Außerdem kann durch das Verringern von Akkus die Nutzlast erhöht werden. Durch fortgeschrittene Akkutechnologie wäre es möglich, die Leistung um 89% zu steigern. Die alternative Lösung wäre gewesen, aus einzelnen Zellen eine eigene Batterie zu bauen. Da wir allerdings kein ausreichendes Budget hatten und mehr Wert auf andere Teile im Projekt gelegt hatten, haben wir uns für die leichte, wie eben schon genannte, Akkuart geeinigt. Der im Flugzeug verbaute Autopilot ermöglicht autonomes Abfliegen einer Route. Dies gibt die Möglichkeit, eine einfache Bedienung zu erhalten und mit wenigen Lernstunden das Programmieren des Autopiloten zu erlernen. Durch ausgereiftere und teurere Systeme würde das System auch mit doppelter Sicherheit ausgestattet werden können. Aus mehreren Testflügen wurden Messdaten dann aufgezeichnet und durch die anschließende Berechnung konnte das angestrebte Ziel von den 300 Kilometern bestätigt werden. Die Bodenstation unseres Projektes ist energieautark und mittels Live-Video-Feed und Telemetriedaten sowie einem Datenlogger ist es möglich, die Flüge zu überwachen und aufzuzeichnen. Die Bodenstation enthält einen Computer, der als Kommunikationsoberfläche mit dem Autopiloten dient. Zusätzlich ist ein Touch-Display in den Boden eingelassen, das eine interaktive Steuerung mit der Bodenstation zulässt. Nun, unser Projekt ist hiermit fast abgeschlossen. Wir werden in der Zukunft natürlich weiter forschen, um einen kleinen Beitrag zu leisten, der eventuell ein Vorreiter ist für andere. Wir sind das Solar Phoenix Team und unser Ziel unseres Projektes war es, einen Lösungsansatz zu finden, das Fliegen in Zukunft umweltfreundlicher gestalten zu können.